Die Silky Pocket Boy. Dieses Teil hier begleitet mich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe auch schon einmal das Sägeblatt ausgewechselt. Das Ding ist wirklich super. Es gibt aber eine Alternative. Die habe ich noch nicht so lange im Test, aber die hat mich auch überzeugt. Und wenn du wissen willst, ob diese Alternative auch etwas für dich sein kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Pocket Boy. Ich habe den in mehreren Ausführungen, ich habe das Sägeblatt schon gewechselt. Das Ding ist ein richtig cooles Teil und Silky ist ohnehin eine Top-Marke, mit der man nichts falsch machen kann. Es ist aber so, dass ich versucht habe, Silky ins Sortiment zu bekommen, weil ich von denen hundertprozentig überzeugt bin, aber das ist gar nicht so einfach. Ich sage einfach, wenn du aus Silky willst, geh auf Amazon und kauf sie dort, weil den Einkaufspreis habe ich auch, also da kann ich nicht vernünftig anbieten, aber Silky ist absolut top, mag ich überhaupt nichts drüber kommen lassen, aber ich bin durch Zufall auf einen italienischen Hersteller gestoßen und zwar, ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ja, ich blende es noch einmal ein, ich habe überhaupt keine Ahnung, und die haben so etwas Ähnliches, ja, das ist jetzt kein 1:1 Nachbau, möchte ich auch dazu sagen, es sind deutliche Unterschiede, einerseits der Griff ist schlanker, dadurch ist das Teil auch leichter, also wenn ihr die beiden jetzt, die ungefähr die gleiche Länge vom Sägeblatt hier haben, ja, dann ist die Silke einfach breiter und fetter und cooler, sozusagen. Auch das Sägeblatt von der Zahnung ist ein bisschen unterschiedlich. Die ist schlanker, ist dadurch leichter, hat dadurch auch ihre Nachteile, das ist überhaupt keine Frage. Und sind auch so, die hier ist vom Griff her viel dicker, die ist schmaler. Es sind Unterschiede. Es ist ziemlich ähnlich, aber es sind definitiv auch Unterschiede, auch was die Verriegelung betrifft. Silke verwendet hier einen Bolzen, wie man da jetzt sieht, und die Italiener machen das, ganz kurz, machen das mit einer Kralle. Dass das natürlich inspiriert ist davon, ja, die machen das da, siehst du, das ist mit so einer Kralle. Das ist sicher kein 1:1 Nachbau, aber es ist halt abgeguckt und adaptiert von Dui Cioini. Ich habe keine Ahnung, schreibt mal vielleicht, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall habe ich die wirklich sehr positiv gefunden und mag jetzt mit dir einmal einen kurzen Test machen. Und eins noch, billige Eigenwerbung. Das gibt es natürlich bei mir im Shop, das ist ganz klar, weil die kriege ich von den Italienern geliefert. Aber jetzt halte ich einmal das Maul und wir machen Segi Segi. Ja, und das wäre besser geeignet, wieder etwas zu verwenden. Und zwar hier, da ist ja der Haselstock, den ich immer wieder malträtiere, also die ganze Länge hier, weil dahinter der Parkplatz ist. Da mache ich ja immer wieder meine Messertests und die sind so schier ab. Kackt einfach, ja, Butschpratsch, ja. Und jetzt wollen wir die mal mit der Säge so richtig fein absägen. Ich fange an mit der Silke. Gut, schön. Und jetzt beginne ich mit dieser italienischen, ja, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, und säge jetzt weiter. Noch einmal, machen wir den da oben, Silke. So, und jetzt gleich drunter die Italiener. Beide cool. Die Silky. Und obwohl ich die nicht im Sortiment habe und ich sie nicht verkaufen kann, hat ein bisschen die Nase vorne so ein Stückerl. Aber die ist auch nicht schlecht. Man schaust da im Shop an, vergleicht den Preis. Die Silke ist ein bisschen teurer als die italienische, ist so. Aber die ist auch ein bisschen besser. Aber es ist definitiv mit der auch super zum Arbeiten. Ich meine, du hast das gesehen, das beißt schon. Also das, da gibt es gar nichts. Aber ich bin halt Silke verwöhnt, die Zahnung ist ein bisschen anders und die hier ist auch höher. Von der Höhe her. Und dadurch kommt es mir zumindest vor, dass sie ein bisschen stabiler liegt, nämlich in der Länge, dass man, du hast sicher schon einmal probiert, ein Brett zu schneiden, ne? So ein Flachbrett oder weiß ich nicht, wie das heißt, Kantholz. Und umso stichsägenartiger das Teil ist und so unbegabter man ist, so wie ich, nämlich mit meinen zwei linken Händen, gebe ich zu, das ist so, umso schwerer fällt es mir. Ne? Und wenn ich so einen Fuchsschwanz nehme, der halt dementsprechend hoch ist, dann tue ich immer einfacher.
ich halt als Nicht-Tischler. Und das kommt mir da jetzt auch irgendwie so ein bisschen vor. Ob das jetzt der Grund ist, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die italienische ist super, da gibt es gar nichts. Und wenn du sowas suchst, ist das einmal überhaupt kein Thema. Es hielt gerade ein bisschen die Nase vorn. Gebe ich einfach zu, ist einfach so. Muss man zur Kenntnis nehmen. Aber es liegen natürlich, da gibt es auch Sägeblätter zum Nachwechseln und so weiter. Aber es ist halt, wenn du dir jetzt die Details anschaust, halt auch ein bisschen anders. Ja? Die hier hat die Gummierung weiter nach oben. Sie ist schlanker. Die Pocketball ist ein bisschen blader. So wie ich, so nach unten gesetzt. Die ist schlank und drahtig. Und insgesamt, also, es ist halt ein bisschen anders, sie ist noch kleiner, noch kompakter. Und da man damit eh keinen Blocker ausbauen will mit so einer Säge, sondern weil die halt für kleine Schnitte gedacht ist, aber trotzdem Spaß machen soll, also nicht irgendein Klumpert, weil ich habe schon viele Sägen getestet, von aus China, von Wish und wie sie alle heißen, bestellt oder von Amazon, das ist einfach ein Gag war. Ja? Aber die ist wirklich brauchbar, die ist wirklich brauchbar. Da muss ich einfach mal so festhalten. Das war's. Dieses Video ist hochoffiziell ein billiges Eigenwerbevideo, so wie alle hier auf dem Kanal. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Schau dir das an. Vielleicht interessiert es dich. Wie gesagt, ich kann es empfehlen. Aber wenn du sagst, Silky, ich will eine Silky, weil ich eine Silky haben will, dann geh auf Amazon und kauf sie dort. Ich kann es leider nicht anbieten. Schade, ist aber so. Schreib mal einen Kommentar. Erstens einmal, wie man das ausspricht. Ich werde es noch einmal einblenden. Wie heißt das? Es ist ein Wahnsinn. Dui Queenie. Ich habe wirklich keine Ahnung, ja, das ist, wie man das ausspricht. Und hast du die, was ist deine Meinung? Hast du auch die Silky Pocket Boy, was ist da deine Meinung dazu? Schreib mir einfach aus, das würde mir irrsinnig taugen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ein Abo da lassen, da geht es direkt in meinen Shop zu dieser italienischen, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.